ganz liebe Grüße aus dem Freibad in Bernau. Hier hinter mir seht ihr schon meinen Kurs, und zwar werden wir heute 300 Meter auf Zeit schwimmen. Das ist sozusagen der erste Prüfbestandteil von unserem studienbegleitenden Training im Bereich Schwimmen. Wir haben nämlich die Wochen darauf jeweils noch an unterschiedlichen Terminen eine Rettungsschwimmerabnahme. Und wir werden das Video über mehrere Tage filmen. Das heißt, die nächsten Abnahmen, die ihr sehen werdet, werden dann im Schwimmbad sein. Da geht es dann darum, verschiedene Befreiungsgriffe zu zeigen, verschiedene Transporttechniken, Streckentrauchen, Sprünge, verschiedene Sachen. Seid gerne dabei und schaut, wie die Jungs und Mädels ihre 300 Meter schwimmen. Und 5 Sekunden unter der Zeit. Eine Minute 54, gut unterwegs. Du hast noch 55 Sekunden. So, die Prüfung ist geschafft. Alle haben die 300 Meter in der vorgegebenen Zeit geschafft, was richtig gut ist. Aber damit ist die Stunde heute natürlich noch nicht beendet. Nein, es wird noch weiter geschwommen. Und zwar werden noch mal ein paar Disziplinen gefestigt, ein paar Techniken. Gerade schwimmen sie Rücken mit nur Beinschlag. Der ist super wichtig für den Rettungsschwimmer. Und für genau die Abnahme sehen wir uns dann im Video gleich, für mich in einer Woche wieder, und zwar in der Schwimmhalle. Wie versprochen, wir sind in der Schwimmhalle. Hier werden heute 200 Meter einmal in Rücken und in Bauchlage geschwommen werden. Außerdem schaffen wir es eventuell, das Streckentauchen zu machen. Das werden 15 Meter sein. Dabei darf der Körper nicht aus dem Wasser rauskommen und muss natürlich ohne Brille durchgetaucht werden. Außerdem wird halt eventuell noch ein schwerer Ring vom Beckenboden hochgeholt. Und ja, ich höre es auch zu quatschen, weil es ist super laut hier drin. Das Wasser ist laut. Es wird gebaut, wie ihr da hinten sehen könnt. Und würde sagen, genießt die Bilder. So, der Baulärm geht weiter. Was ihr jetzt zum Schluss nochmal gesehen habt, ist das Transportieren. Und nächste Woche geht es dann mit dem nächsten Bestandteil von der Prüfung weiter. Bis dahin. So, Tag 3 der Schwimmprüfungen bricht an. Tag 2 hier in der Schwimmhalle. Heute steht Folgendes an. Und zwar, vielleicht seht ihr es im Hintergrund, sind auch die meisten schon dabei, Kleiderschwimmen zu machen. Wir müssen 100 Meter in 4 Minuten schwimmen. Dann müssen wir uns am Ende entkleiden. Wir haben alle so weiße Anzüge an, die sind, glaube ich, aus Baumwolle. Und die werden dann im Wasser am Ende des Schwimmens ausgezogen und an Land geworfen. Das ist der eine Prüfbestandteil heute. Des Weiteren werden verschiedene Schlepptechniken gezeigt. Das heißt, wir haben den Kopfschleppgriff, den Achselschleppgriff und den Fesselschleppgriff. Die werden heute auch über 50 Meter gezeigt. Und außerdem, wenn wir es heute noch schaffen, werdet ihr auch sehen, wie wir ein paar Sprünge ablegen. Das wären zum Beispiel der ganz normale Start- oder Kopfsprung. Dann haben wir einen Schrittsprung, einen Paketsprung und den allseits bekannten Kerzensprung. Ich filme jetzt die anderen für euch. Viel Spaß beim Zusehen. 2,38, 2,40 und 2,42.
jetzt, wie Ulla, die liebe Jule, schleppt, und zwar mit dem sogenannten Achselschleppe. Na Jule, wie geht's dir? Was? Wie geht's dir? Gut. Entspannt, ja. Für Ulla nicht so. So, jetzt wird gleich der Wechsel erfolgen, und zwar von dem Achselschleppgriff in den Fesselschleppgriff. Und hier seht ihr dann nochmal den Kopfschleppgriff. Genießen jetzt noch ihre Sprünge vom 3-Meter-Turm. Da kommt einiges Lustiges an Material zusammen. Außerdem waren auch die Paketsprünge sehr, genüsslich gesprungen. Von den Sprüngen, die ich am Anfang aufgezählt habe, müssen übrigens 3 gezeigt werden. Von hier einer darf weggelassen werden. Und ja, ihr seht, was da rausgekommen ist. Ich bin auch ein bisschen nass geworden, alles dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. So, es ist geschafft. Und zwar sind wir jetzt schon am letzten Fußtag unserer Schwimmprüfung. Heute geht es darum, nochmal eine Kombinations- oder auch Komplexübung genannt zu zeigen. Und die wird in 2er-Paaren ablaufen. Das heißt, ein Partner von beiden wird den Ertrinkenden mimen und der andere sozusagen den Retter. Der Retter schwimmt also los in Brustlage, muss vorher nochmal einen Ring, der am Boden liegt und 5 Kilo wiegt, hochholen, anzeigen, fallen lassen, weiterschwimmen. Dann schwimmt er sozusagen am Ertrinkenden vorbei. Dieser schwimmt den der rettet von hinten an und kriegt angezeigt, ob er entweder im Würgegriff oder im Klammergriff angreift. Der Rettende muss sich dann aus diesem Griff befreien, weiterhin den Ertrinkenden schleppen, und zwar bis an den Beckenrand, und von hier dann auch noch aus dem Wasser ziehen, damit die Komplexübung vollständig beendet ist. Klingt nicht nur komplex, ist auch komplex, deswegen filme ich euch das Ganze nochmal mit und wir sehen uns danach wieder. Mit dieser Übung ist jetzt auch unser Rettungsschwimmabzeichen in Bronze so gut wie abgelegt. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Theorieprüfung, die wir nächste Woche noch ablegen werden. Aber ich glaube, da werde ich euch nichts filmen, weil es ist halt eine Theorieprüfung. Dann sind wir für diesen Vlog am Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken. Ich hoffe, ihr habt alles ein bisschen mitnehmen können, bis jetzt, wie unsere Prüfung abläuft. Und würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Macht's gut!